Also ihr seht's, nicht immer trifft man auf so korrekte Leute wie mich, die Häuser ganz lassen, sondern manchmal trifft man halt auch auf Leute, ja, die halt einfach Häuser kaputt machen, um sie kaputt gemacht zu haben, im Prinzip. Gut, aber immerhin wurde uns ein Boot hier gelassen von diesen Zerstörern. Hey Patrick, du alter Zerstörer, was ist denn das? Offenbar nicht mal ein Bug, sondern eine, wie heißen die Dinger nochmal? Eine Schlucht, genau. So, wo sind wir? Ups, ich hatte es ja schon offen. Wir sehen uns bei Koordinate 4000, fast 300, aber wir sind nicht mehr in Richtung Süden unterwegs. Ha, hier ist der Süden. Okay. Hier sind auch ein paar, was auch immer, für Structures. Aus irgendwelchen Gründen ist hier so Cobblestone durch die Gegend gefetzt worden. Ohne wirklichen Sinn. Oh, hier ist Potsoul. Sieht man auch nicht häufig. Ich guck mal auf den Berg hoch. Das wäre so ein Spot. Da würde ich gerne ein Haus draufbauen. Wenn ich ein neuer Spieler wäre. Da hinten ist auch wieder was gebaut, wie es aussieht. Na komm. Und tap, und tap, und tap, und tap, und tap, und tap. Oh, Mist. Ach, ist das grobe Erde hier? Tatsache. Ah, grobe Erde. Das ist die Erde, die nicht irgendwann zu Gras wird, ne? Keine Ahnung, warum die hier ist. Ich nehme mal ein bisschen was davon mit. Wobei, warum eigentlich? Man kann die auch herstellen. Das ist gar nicht gebaut. Das ist scheinbar tatsächlich so generiert worden. Interesting. Und dann nehmen wir hier mal den eleganten Wasserfahrstuhl. Schnappen uns wieder ein bisschen Wolle. Ich weiß zwar gar nicht, wofür wir die ganze Zeit schnappen, aber wir schnappen sie uns halt. Weil wir jetzt halt eine Schere gecraftet haben, ne? Aus Prinzip. Danke. Oh, da kam ein Creeper. Auf den haben wir keinen Bock. Seitdem der uns einmal gekillt hat, die Sau. Joa. Ich überlege wirklich, ob ich diese Southern Canal-Geschichte einfach mal selbst in die Hand nehme. Ja, es wäre übelst nachgemacht von 2B2T, das ist keine Frage. Aber warum eigentlich nicht? Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Warum eigentlich nicht? Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich würde das Ganze lieber vom Spawn aus direkt bauen, tatsächlich. Oder durch den Spawn durch oder so, sodass du halt wirklich auch am Spawn die Möglichkeit hast, ah, okay, hier ist der Kanal. Was dann aus dem Kanal wird, das ist was ganz, ganz anderes. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann im Endeffekt die Spieler ja das ganze Ding zumindest in der Nähe vom Spawn kaputt machen würden. Auch wenn es nicht sehr aufwendig zu bauen ist, aber halt einfach aus Prinzip, genau aus demselben Prinzip, warum dieses eine Haus gerade über Wasser oder überflutet war. Dieses Berg. Gebäude. So. Drüben ist noch eine Insel. Ich würde sagen, wir gehen mal auf jeden Fall zur Koordinate 5000 und dann gucken wir mal weiter. Oder? Dann können wir eventuell bei 5000 den südlichen Kanal machen. Und theoretisch kann man da ja auch noch eine Abverzweigung machen, dass halt ein Teil. Was? Ach, da ist ein Zombie. Ein Ertrunkener, wie man so schön sagt. Das ist halt ein Teil des Ganzen dann. Und da sind auch schon Player unterwegs gewesen. Das ist ein Teil des Ganzen dann tatsächlich. Ne? Und so. Genau, wisst ihr Bescheid. Ne, dass dann Teil des Kanals tatsächlich zum Spawn führt. Kann man das hier abbauen? Ist das Blue Eyes? Hm. Offensichtlich nicht. Hier war jemand.
können ja eigentlich mal. Haben wir noch den Crafting Table? Den habe ich jetzt unter Wasser gelassen. Das ist ärgerlich. Dann machen wir uns gerade einen neuen. Na, komme ich jetzt nicht hoch. So, wir können ja mal Schilder machen. Und dann schreiben wir hier an das Schild. Frittenfriseur was here, 17.09.2019. Ja, und jetzt wisst ihr auch, wann ich das Ganze aufgenommen habe. Haha, naja. Ist wohl schon ein paar Tage her, wenn die Folge rauskommt. Was aber daran liegt, da ich halt alle Folgen am Stück aufgenommen habe. Ne? Ich glaube mal, die erste Folge dieser Aufnahme, die wird relativ bald erscheinen. Jetzt haben wir hier so ein schönes Eisbiom entdeckt. Die mag ich ja auch sehr gerne. Vielleicht sind das auch meine neuen Lieblingsbiome. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, guck mal. Was haben wir denn hier? Offenbar einige Ertrunkene. Au, au, au. Dankeschön. Wir brauchen auf jeden Fall gleich mal das hier. Eichentür. Die sind hier drunter, ne? Hier scheint aber noch keiner unterwegs gewesen zu sein. Kein anderer Spieler zumindest. So, dann brutzeln wir uns gerade mal Seetang. Konnte man nicht auch irgendwie zu Blöcken craften? Jetzt habe ich außerdem wieder den Crafting Table da liegen lassen. Das ist auch nicht schlecht, ne? So, was passiert denn, wenn ich hier einen... Kann ich da nicht einen Block machen? Geht wohl nicht. Kann ich das mit gebrutzelten Seetang eventuell? Also gebratener Seetang, den kann man tatsächlich essen. Bringt nur ungefähr gar nichts. Ist ein bisschen vergleichbar zur Melone. Auf der anderen Seite ist es halt insofern ganz gut. Naja, dass du ihn halt in relativ hoher Zahl kriegst, ne? Warum hat er eine Angel in der Hand? Das muss ich wohl nicht verstehen. Sehr spannend. Ich frage mich halt, was da drin abgeht gerade, ne? So busy. Das Geile ist, hier war tatsächlich ein Spieler. Aber der hat offenbar nicht auf den Grund des Meeres geguckt, weil sonst hätte er es ja gesehen, dass hier noch was ist. Tot. Was war ja nicht nur der eine, ne? Man hört hier noch ganz viel Geröchel. Ich weiß nur nicht genau von wo. Haben wir jetzt die Tür wieder eingesammelt? Oh, wir haben keinen Platz mehr. Jetzt haben wir aber Platz. Hallo, Tür? Hallo? Oh. Wir haben offenbar gerade ein bisschen Server-Lags. Okay. Macht ja nichts, ne?
frage mich halt, wo das ganze Geröchel jetzt herkommt. Da vorne ist noch ein Boot. Das Ding können wir wegschmeißen. Ich weiß gar nicht, was das bringen soll, diese komische Schale da. Wo sind denn die ganzen anderen Ertrunkenen? Ach, guck mal, hier ist noch was. Gucken wir mal. Aha. Aha. Na, dann kommt doch mal her. Das ist nur der eine. Sieht so aus, ne? Der hat einen Goldblock gehabt. Jetzt kann ich hier natürlich gar nicht ausleuchten, weil ich habe weder Schwämme, noch habe ich hier irgendeine Art von Fackeln, die hier leuchten würden. Die würden ja alle gleich ausgehen. Hm. Gut, es hat jetzt original gar nichts gebracht. Einzige, was wir uns halt noch anschauen können, ist das Boot, dieses Schiffswrack da vorne. Ich bin schon wieder voll, ey, wegen diesem Kack-Zombie-Fleisch jetzt mal. Wow, Alter, wo kommst denn du her? Das hat mich jetzt in der Tat etwas erschreckt. Weil er halt echt aus dem Nichts kam, ne? So, ich würde sagen, ich craft mir nochmal ein bisschen was. An Türen nämlich. Die sind ja, wie ihr seht, ganz wichtig. Grasblock, wo haben wir den her? Ich weiß es gar nicht. Die Steinziegel brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht. Seetang nehmen wir mal mit, denn das ist ja immerhin was zu essen. Und davon haben wir ja momentan noch nicht so viel. So, dann haben wir hier was Schönes. Aha. Ja, ich sag ja, hier, das hat noch keiner gefunden, offenbar. Steinaxt, naja. Schatzkarte haben wir gefunden. Die ist eigentlich ganz praktisch. So halbwegs immerhin. So, dann einmal hier hin. Hier ist nur eine Feder drin. Also das hat dann vielleicht doch schon jemand geradet, oder? Wenn hier noch eine Feder drin ist, dann sieht das irgendwie so aus, als wäre hier schon mal jemand gewesen. Oder kann wirklich nur eine Feder drin sein. Das wäre ganz schön assi. Aber auch, dass hier die eine Tür hochgeklappt ist. Na. Ich glaube, hier war uns doch schon jemand voraus. Der war wohl nur nicht sehr gründlich. Mal kurz essen. Allerbeste Freunde, was ist das denn? Kann ich jetzt natürlich leider nicht nachgucken. So, was haben wir hier noch drin? Das habe ich jetzt am Sound gehört, dass das Holz ist. Kohle, Weizen, noch eine Schatzkarte und dummes Stinkefleisch, was keiner will. Gut. Ja, Schatzkarten sind insofern ganz praktisch. Ich habe tatsächlich letztes Mal auch auf diesem Server schon auch eine Schatzkarte gefunden. Und zum ersten Mal damit auch was gemacht. Also nicht nur sie gefunden und mir gedacht, hey, eine Schatzkarte. Sondern tatsächlich auch den Schatz gefunden dann. Und der war ganz okay, würde ich mal behaupten. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, der war nicht okay, weil es ist mir immer zuvor gekommen. Den Schatz hatte schon jemand gefunden. Und dadurch, ja, war ich leider der Durchgepeitschte, der keine Ahnung hat. So, ich würde sagen, wir gucken uns als erstes mal die Schatzkarten an. Dann kann ich nämlich auch gleich beurteilen, ob die sinnvoll sind oder ob ich die in der Pfeife rauchen kann. Okay, das ist ganz in der Nähe. Und das ist dieselbe. Okay, dann können wir eine wegwerfen. Genauso wie dieses eine Steinschwert hier. Das brauchen wir auch nicht. Ein Steinschwert ist schon mehr als genug. So,
Das Teil nehmen wir mit. Den Ofen nehmen wir von mir aus auch mit. War jetzt vielleicht nicht die perfekte Reihenfolge. Nee, war es echt nicht. Okay. So, Werkbank nehmen wir auch mit. Ey, bleib stehen. So. Und die Tür nehmen wir auch mit. Und diese Steinziegel, ehrlich gesagt, brauche ich nicht. So. Und dann gucken wir mal, ob wir diesen Schatz jetzt finden. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Aber tatsächlich ist das ganz cool. Jetzt haben wir Glück, dass wir hier gleich schon in dem Gebiet sind. Von der Schatztruhe. Normalerweise, oder von der Schatzkarte. Die Schatzkarten spawnen, soweit ich weiß, immer relativ in der Nähe. Aber nicht so direkt dran. So, und jetzt ist die Schwierigkeit, wir müssen erkennen, wo wir hin müssen. Ne, also wenn ich hier lang schwimme, dann seht ihr, der Punkt bewegt sich nach oben, was nicht ganz falsch ist eigentlich. Aber ich glaube, wir müssen hier lang, weil hier bewegen wir uns nicht. Wenn wir näher kommen, wird der Punkt irgendwann größer, wobei der auch jetzt schon nicht gerade klein ist. Genau, und so funktioniert das mit diesen Schatzkarten. Wenn wir uns entfernen, wird der Punkt kleiner oder verschwindet irgendwann komplett. Das müssen wir jetzt halt beobachten. Ist ganz gut, dass man die Schatzkarte hier so, ohne sie irgendwie Fullscreen aufzumachen oder sowas, hier einfach so halten kann. Oh, ich brauche Luft. Ach, guck mal. Hier ist doch was. Hier hat jemand was gebaut. Netherportal? Ne. Tatsache, hier ist ein Netherportal, das auch noch funktioniert. Ich halte es ja im Kopf nicht aus. Beginnt. Achte. Okay, ich schreibe mal die Koordinaten hiervon auf. Ich finde das irgendwie ganz cool. So. 4409644898. Portal im Eis. Also ich schreibe mir tatsächlich immer Koordinaten auf, wenn ich irgendwas Cooles finde. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter in die Richtung, ne? Ja, wir schwimmen jetzt mal hier lang. Und ich frage mich halt, ob wir gerade in die richtige Richtung schwimmen. Leider wissen wir es nicht. Ich auch nicht. Aber wir werden es sehen. Wir werden es früher oder später erfahren. So, ich guck mal, ich den Punkt ungefähr auf die Höhe von dem X kriege. Das ist jetzt der Fall. Und jetzt müssen wir noch hier weiter schwimmen. Das ist jetzt Osten. Bringt jetzt nichts mit unserer Kanalmission, aber jetzt wollen wir erstmal diesen Schatz hier finden. Bis wir so... Oh. Ah, guck mal. Jetzt ist der Punkt kleiner geworden. Das heißt, wir sind auf dem falschen Weg. So ist jetzt natürlich, okay, wir müssen jetzt den ganzen Weg zurückschwimmen. Ist nicht sehr spannend. Aber Minecraft ist natürlich der Experte darin, nicht spannende Dinge zu tun. Da links ist schon wieder ein Schiffswrack. Kommt das im Eis irgendwie häufiger vor oder ist es gerade einfach nur wirklich extrem viel? So, ich würde mir ganz gerne hier mal so einen kleinen Steg bauen, da ich hier mal hochkomme. Weil jetzt mich die ganze Zeit durchs Wasser vorzubewegen, habe ich jetzt auch keine Lust, ehrlich gesagt. Das sieht natürlich dann bestimmt auch für den nächsten, der hier, der hier entlang kommt, cool aus. Oder auch schlecht, je nachdem, wie er es findet. Wenn hier auf einmal so ein Netherstein am Eis ist, das sieht bestimmt sehr strange aus. Schade, dass wir keine Verzauberung der Behutsamkeit haben. Sonst könnte ich euch was Lustiges zeigen, aber das dann halt dann so, ne? So, jetzt erstmal essen, essen, essen. Den ganzen Seetang, den getrockneten. Ach so, da kann ich... Ach, jetzt habe ich keinen Werkteil. Egal, dann passt das schon. So. Ich wollte mal gucken, wie es mit dem Block ist, mit dem Seetang-Block, aber egal. Das kriegen wir schon so hin. So, also, wir gehen weiter in diese Richtung.